Aufgabe aus dem Musterabitur für Informatik für Bayern. Das gibt es auf den Seiten des ISB. Für die neu gegründete Bank Young Money wird eine Software zur Verwaltung von Konten entwickelt. Die Software soll folgende Vorgänge in der Bank unterstützen. Eine Person will ein Girokonto eröffnen. Der Bankangestellte fragt diese Person, ob sie bereits Kunde der Bank ist. Wenn nicht, wird sie als Kunde eingerichtet. Dazu werden ihr Name und ihre Adresse erfasst. Der Bankangestellte legt die Kontonummer und den individuellen Habenzinssatz fest und schreibt die verpflichtende Erstanzahlung von mindestens 10 Euro gut. Der Kontoinhaber zahlt künftig am Schalter bei einem Bankangestellten Geld auf das Konto ein, hebt Geld davon ab, informiert sich bei diesem über den Kontostand. Ein Konto darf zunächst bis zu 500 Euro überzogen werden. Der Sollzinssatz beträgt bei einer Kontoeröffnung grundsätzlich 11% pro Jahr. Die Sollzinsen werden monatlich, die Habenzinsen jährlich gebucht. Ein Bankangestellter ist dafür zuständig, die Zinsbuchungen termingerecht mithilfe der Software auszulösen. Für die Zinsberechnung müssen für jede Transaktion, das heißt für jede Kontobewegung, Datum und Betrag gespeichert werden. Entwickeln Sie ausgehend von einer Klasse Konto ein Klassendiagramm für eine Software, die es den Bankangestellten ermöglicht, die oben genannten Vorgänge durchzuführen. Das ist eine typische Aufgabe. Man kriegt eine Situation geschildert. Hier ist es die Bank. Und da kommt dann die Aufgabe, die Situation zu modellieren mithilfe eines Klassendiagramms, um sie später mal in ein Programm umsetzen zu können. Wie geht man da vor? Hilfreich ist es zuerst immer nach wichtigen Substantiven zu suchen. Das sind dann nämlich meistens die geeigneten Klassen, die man braucht. Und wenn man die Aufgabenstellung liest, eine haben wir schon, ausgehend von einer Klasse Konto. Die werden wir also brauchen. Dann machen wir nochmal eine Klasse Konto. So. Wo geht denn jetzt die Aufgabe los? Die beginnt hier und endet hier, also der Text. Suchen wir die wichtigsten Substantive. Eine Person will ein Girokonto eröffnen. Das Konto haben wir schon unten. Der Bankangestellte fragt diese Person, ob sie bereits Kunde der Bank ist. Wenn nicht, wird sie als Kunde eingerichtet. Tja, dann brauchen wir wohl noch einen Kunden. Dazu werden ihr Name und ihre Adresse erfasst. Das sind jetzt hier zwar auch Substantive, aber da brauchen wir keine eigene Klasse. Das sind einfach Attribute von Kunde, die können wir ganz einfach dann umsetzen. Also ein Kunde hat einen Namen, hat eine Adresse, aber die besteht jetzt aus diesen einzelnen Bestandteilen. Deswegen nehmen wir keine eigene Klasse Adresse, sondern sagen einfach, er hat eine Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Der Bankangestellte legt die Kontonummer und den Habenzinssatz fest. Also gut, Konto hat eine Kontonummer und einen Habenzinssatz. Und schreibt die verpflichtende Ersteinzahlung von mindestens 10 Euro gut. Merken wir uns mal, ob wir das später unterbringen. Okay. Der Kontoinhaber zahlt künftig am Schalter bei einem Bankangestellten Geld auf das Konto ein und hält Geld davon ab. Okay, das heißt, wir brauchen die Methode einzahlen aufs Konto, zwar einen gewissen Betrag. Und abheben einen gewissen Betrag. Wir könnten stattdessen auch eine einzelne Methode einzahlen Betrag machen, der dann positiv oder negativ sein kann. Aber machen wir lieber zwei. Bei einzahlen und abheben muss jeweils der Betrag positiv sein, so wie wir es jetzt haben. Zahlt Geld auf das Konto ein, hebt Geld davon ab und informiert sich bei diesem über den Kontostand. Also Stand geben. Zu dem Zweck sollte eigentlich das Konto auch noch ein Attribut Kontostand haben, wo angegeben ist, wie viel Geld drauf ist.
Ein Konto darf zunächst bis zu 500 € überzogen werden. Das heißt, heißt das Limit, Grenze, nennen wir es mal Überziehung, Überziehungslimit. Das sind die 500 €. Sollzinssatz beträgt grundsätzlich 11 pro Jahr, also hat er auch noch einen Sollzinssatz. Okay. Die Sollzinsen werden monatlich, die Habenzinsen jährlich gebucht. Brauchen wir also auch eine Methode Habenzins buchen. Die ruft der Bankangestellte einmal im Jahr auf und Sollzins buchen. Die ruft der Bankangestellte monatlich auf. Dann haben wir die Buchung. Sollzinssatz haben wir auch schon. Das Überziehungslimit haben wir auch. Okay. Ein Bankangestellter ist dafür zuständig, die Zinsbuchungen termingerecht auszulösen. Für die Zinsberechnung müssen für jede Transaktion, das heißt für jede Kontobewegung, Datum und Betrag gespeichert werden. Dann machen wir doch noch eine Klasse Transaktion. Die besteht aus Datum und Betrag. Okay. Vielleicht war es das schon. Entwickeln Sie ein Klassendiagramm für eine Klasse Konto, ein Klassendiagramm für eine Software, die es dem Bankangestellten ermöglicht. Gucken wir doch mal, ob der das alles kann.